Sie lassen ihre Autos kreiseln, bis die Reifen platzen und vollführen waghalsige Stunts auf ihren röhrenden Boliden. Motorsportfans aus Soweto machen eine große Show in den Straßen von Südafrikas größtem Township. Beim sogenannten Spinning können Underdogs aus dem Slum noch zu echten Helden werden. Ich bin mit Spinning aufgewachsen. Mein Vater hat mich immer mitgenommen. Als ich 8 war, ließ mich mein Vater beim Spinning in einem BMW. Während der Apartheid haben sich Gangster einen Spaß daraus gemacht, gestohlene Autos in den Townships zu Schrott zu fahren. Inzwischen ist Spinning zu einer Art Volkssport geworden in Südafrika. Je riskanter die Stunts, desto größer der Ruhm. Eine 19-Jährige mit Kindergesicht ist wild entschlossen, mit ihrem pinken BMW zum Star der Szene zu werden. Ein Freund meines Vaters kam mit einem BMW und ich fragte meinen Vater, ob ich das Auto fahren kann. Und er sagte, nein, es fährt nicht geradeaus, nur seitwärts. Da sagte ich, okay, schauen wir mal, ob ich das kann. Und er sagte, wenn du das schaffst, kaufe ich dir eins. Das war mein Ansporn. 3 Minuten dauert eine Spinning-Show im Schnitt. So lange, bis beide Hinterreifen mit lautem Knall den Geist aufgeben und Gummiteile in die johlende Menge schleudern.